jetzt momentan ganz aktuell, sie kann nicht tanzen. Magst du den Biene Maya Song? Ja, den von Karel Gott sogar noch lieber. Hey! Wie geht denn der Song nochmal? Das würde ewig dauern. Wie findest du, dass deine Mama immer so ausgefallen, die Kleidung nicht geschlossen ist? Findest du das cool oder peinlich? Heute finde ich es cool, weil ich finde es immer gut, wenn man nicht alles so macht, wie alle anderen es machen, sondern sich auch traut, mal was ganz anders zu machen. Und ich finde es auch gut, wenn es einem egal ist, was die Leute dann machen. Aber früher, als ich jünger war, war es immer ein bisschen peinlich. Und einmal hat sie meine Jeanshose und ein T-Shirt angehabt und war kaum geschminkt. Und dann hat mein Bruder gesagt, so kannst du mich in der Schule machen. Was macht mehr Spaß? Modeln, Schauspielern oder Filmen? Es macht alles Spaß. Mir macht die Abwechslung vor allen Dingen Spaß, dass man immer mal wieder was anderes macht. Machst du den nächsten Film für Kinder? Ja, wir haben noch einen Film synchronisiert, nämlich die Sieben Zwerge, haben wir als Comic gemacht. Und ich bin ab Oktober mit Elias und Waren und Christoph Maria Herzog. Magst du Interviews? Ja, mit euch besonders gern. Was war die größte Frage, die Sie von den Listen gestellt haben? Da gibt es eigentlich so ein paar blöde, aber die kommen einem immer nur blöd vor, weil man sie so oft gestellt. Und dann kann man sich selber schon nicht mehr hören und dann rollt man immer schon mit den Augen. Bist du aufgeregt bei so einer Premiere? Ja, meistens ja. Bitte zum Schluss noch ein Gruß an die Hörer der Südpolschau 22 hier mit deinem Namen und deiner Rolle. Also, hier ist die Cosma Shiva Hagen und ich wünsche allen Hörern der Südpolschau 92,4 ganz viel Spaß in dem Kinofilm Biene Maya. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Aber ansonsten kann man sich nur das Original angucken und versuchen, sich ein bisschen dran zu halten, aber auch eine eigene Farbe reinzubringen. Ich hätte auch nochmal meine Farbe. Ja, ich hätte unheimlich gerne mit dem Maya gesprochen. Letztens auf meiner Facebook-Seite hat ein junges Mädchen geschrieben, oh Cosma, es ist so schade, dass du schon so alt bist. Und da haben alle sich total aufgeregt. Und ich habe gesagt, was soll das denn? Und dann meinte ich, naja, dann könntest du wie eine Maya sprechen. Ja, dann ist die Freundin ganz anders. Und ich so, ach so, das war gar keine Beleidigung. So, jetzt müssen wir auch gehen. Ja, danke. Hallo, Lina. Moment, wir müssen alle starten. Geh nur mit dir. Ich bin lang, was ich nicht. Warte. Hallo.